Herzlich willkommen zu Agilsmart 30. Heute knüpfen wir an das Wissen an, was wir im vergangenen Agilsmart erworben haben. Danach erhalten Sie meine konkreten Empfehlungen zur Krebsvorsorge. Zunächst eine kurze Zusammenfassung von mir über das bisher erworbene Wissen zu diesem Thema. Wir haben gelernt, dass Krebs sich in einem sauren Milieu in der Zelle wohlfühlt, also saures Milieu der Zellen. Ja, dass dort überhaupt der Krebs erst entstehen kann. Konnte unser Immunsystem die Zellen nicht im ganz frühen Stadium erkennen und killen, so bedeutet das, dass das Immunsystem schwach ist. Übersäuerte Zellen stellen immer auf Dauer den notwendigen Nährboden für Krebs dar. Krebszellen teilen sich ungestört und entziehen sich der DNA. Das so entstandene, unkontrollierte Wachstum zu Ungunsten des benachbarten gesunden Gewebes weitet sich aus. Das kann schnell oder relativ langsam geschehen. Ein maligner Tumor wächst und stellt schließlich eine gefährliche Raumforderung für den Organismus dar. Die Raumforderung kann meistens durch Operation, Strahlentherapie oder Chemotherapie reduziert oder sogar beseitigt werden. Um nicht nur den Tumor als Raumforderung zu beseitigen, sondern die Krebszellen abzutöten, genügt das nicht immer. Nur mit Operation, Strahlentherapie oder Chemotherapie vorzugehen. Die vielen Todesfälle sind trauriger Beweis für diese Tatsache. Damit können wir den Tumor zwar verkleinern oder sogar vernichten, das reicht aber oft zur Heilung nicht aus. Wenn es nach der herkömmlichen Therapie trotzdem noch Krebszellen gibt, dann weil wir dem Milieu mit den herkömmlichen Therapiemethoden, Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie nicht ausreichend verändert haben. Und diese dann nicht beseitigten Krebszellen teilen sich oder verseuchen durch Metastasierung eventuell den ganzen Organismus. Was nach Beseitigung des Tumors durch Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie nämlich meistens noch unverändert bleibt, ist das saure Milieu auf Zellebene. Wir lernten alle vier Möglichkeiten zum Zerstören von Krebszellen kennen. Keine der Methoden, Operation, Strahlentherapie oder Chemotherapie, nutzt auch nur eine dieser Möglichkeiten zur Zerstörung der Krebszelle. Somit kann sie auch nach den herkömmlichen Therapien bestehen bleiben, selbst nach Reduzierung oder Entfernung des Tumors. Sie erinnern sich, dass in der Zelle zu wenig Kalium außerhalb, wir sehen das hier, Sie erinnern sich, dass in der Zelle zu wenig Kalium und außerhalb der Zelle zu viel Natrium vorhanden ist. Das ist der Nährboden für Krebs, der notwendiges Entstehungsmilieu und der charakteristische Lebensraum. Diese gestörten Verhältnisse entsprechen einem gestörten Stoffwechsel. Störung des Stoffwechsels lassen sich durch die üblichen Behandlungsmethoden, Operationen, Strahlentherapie, Chemotherapie nicht regulieren. Das erfolgt keineswegs durch sie. Dazu bedarf es einer veränderten Lebensweise. Insbesondere bedarf es einer veränderten Ernährung. Daher kommt der Ansatz zu Nahrungsmitteln, die in der Lage sind, den sauren Zustand zu neutralisieren und den Zelltod der Krebszelle herbeizuführen. All das lernten wir im vorherigen Agilsmart 29. Weiterhin haben wir im letzten Agilsmart verstanden, dass schon länger als 50 Jahre Lösungen vorliegen, Krebs wirklich zu besiegen.
nämlich die Krebszelle zu zerstören. Ich führte beispielhaft das Vorgehen nach Dr. Rath und das nach Dr. Day, Philip Day, an. Heute möchte ich all denen eine Empfehlung geben, die echte Vorsorge betreiben wollen, um es gar nicht erst zu Krebs kommen zu lassen. Im nächsten Agilsmart gebe ich dann die analogen Empfehlungen für Menschen, die bereits Krebs haben und ihn besiegen wollen. Heute jedoch konzentriere ich mich auf Vorsorge. Es ist übrigens eine echte Vorsorge und nicht eine eingebildete Vorsorge, wie wir das von Mammografien und Darmuntersuchungen kennen. Bitte beachten Sie, dass meine Angaben niemals eine ärztliche Beratung ersetzen können und auch keine medizinische Leistung sind. Wenn Sie nach den von mir nachfolgend angegebenen Empfehlungen vorgehen, so wenden Sie sich bitte zuvor an den Arzt Ihres Vertrauens. So erfahren Sie auch gleich, ob dieser Kenntnisse über Krebsvorsorge hat und Sie mit ihm weiterhin zusammenarbeiten können, das heißt ihm Ihr Vertrauen schenken können. Gleiches gilt auch für Heilpraktiker. Was ich Ihnen heute jetzt auf den Weg gebe, entnehme ich dem Buch von Dr. Philip Day, Krebs, Stahl, Strahl, Chemo und Co. vom langen Ende eines Schauermärchens. Dieses Buch können Sie auch auf der Ihnen bekannten Seite ulrich-mtc.de/bestenliste sich ansehen. Day hat dazu zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen ausgewertet und kann sich auf eine große Zahl von praktischen Ergebnissen berufen. Es geht hier also um eine Empfehlung zur Vorsorge gegenüber Krebs und nicht zu dessen Therapie. Was ist zu tun, um effektive Vorsorge zu betreiben? Ich habe darauf drei Antworten, entnommen aus dem Buch von Philip Day. Erstens, ernähren Sie sich durch vollwertige Nahrungsmittel. Dazu gehört unbedingt Nahrungsergänzung. Warum da Nahrungsergänzung dazugehört, das kann ich an einem anderen Ort erklären. Hier fehlt mir jetzt die Zeit dazu, da näher einzugehen. Das ist ein großer Komplex. Und wenn Sie Fragen haben, weiter unten ist dann ein Link eingeblendet, wo Sie das noch einmal von mir auf individuelle Anfrage, auf Ihre individuelle Anfrage hin erklärt bekommen. Zweiter Punkt. Verzehren Sie täglich 10 Aprikosenkerne, das sind ca. 7 Gramm, und verzehren Sie die ein Leben lang täglich. Drittens, verringern Sie den aus der Umwelt herrührenden, schädigenden Anteil, der als Krebsauslöser in Frage kommt. Streichen Sie Zigarettenkonsum, Stress und mangelhafte, durch zahlreiche Zusätze belastete Ernährung aus Ihrem Leben. Sorgen Sie dafür, dass bislang noch benutzte Körperpflegeprodukte sowie Putz-, Reinigungs- und Waschmittel gegen sichere und nicht krebserregende Produkte ausgetauscht werden. Sollten Sie Fragen haben, insbesondere zum Punkt 1 mit der Nahrungsergänzung oder zum Punkt 2 zu den Produkten, die nicht krebserregend sind, so teilen Sie mir diese Frage über den eingeblendeten Link mit. Sie sehen den Link im Video und noch einfacher ist es, im darunterstehenden Text den Link einfach anzuklicken. Ich gebe Ihnen gern nähere Informationen entsprechend Ihrer Frage. Im nächsten Agilsmart erfahren Sie meine Empfehlung zur Nahrungsergänzungstherapie. Das interessiert Sie dann, wenn Sie mehr über Krebstherapie wissen wollen.